Ich bin froh, wenn ich Geld in der Hand habe, ich würde es auch spielen. Ja, eben, dass man eben kein Bargeld mehr hat. Ja? Also das ist für mich unvorstellbar. Unvorstellbar, ich sage es Ihnen. Und ja, bis zum Schluss werde ich nicht abweichen von meiner Meinung. Warum ist Ihnen das so wichtig? Ja, weil erstens einmal entscheide dann ich, ja, wie viel ich ausgebe oder egal, ich will das nicht. Weil das geht alles hin zum gläsernen Menschen und das brauche ich nicht. Die Alten sind sicher nicht dafür, das sage ich Ihnen gleich. Ich finde es schon krass so, eigentlich weiß ja, sag ich mal, Google beispielsweise oder Apple weiß ja eigentlich alles über einen. Schon verrückt, aber ich glaube jetzt, das ist eh schon zu spät, der Zug ist abgefahren. Also ich glaube, dass man da jetzt deswegen auf Bargeld irgendwie, dass man nur noch Bargeld benutzt, so rum, macht glaube ich keinen Sinn. Das ist eh schon wurscht. Also ich zahle eigentlich nur mit Karte, weil einfach das praktischer ist, mit Karte zu zahlen und man nicht immer so Münzen und Kleingeld anstecken hat, dann hat man halt einfach eine Karte und kann überall zahlen. Also ich finde, manchmal kann man erst ab 10 Euro oder so mit Karte zahlen und das ist halt dann blöd, weil dann kann ich mir nichts kaufen. Aber weil das öfter in der Bankomat ausfällt und dass man nicht, oder man nicht zahlen kann, sowohl im Geschäft als wie Geld abheben. Deswegen, ja. Auch wenn wir ein bisschen jünger sind, können Sie das verstehen von der älteren Generation mit dem, dass das Bargeld so wichtig ist? Ja. Ja? Ja. Ist es Ihnen auch Ja. Warum? Weil Stromausfälle und wenn das jetzt schon so alles mit diesem Energiesparzeug ist, also ja. Ja, ich komme aus Finnland und wohne hier seit 10 Jahren. Also es war eine große Umstellung für mich, wenn ich hergekommen bin, dass ich wieder Bargeld haben musste. Also ich bin sehr happy, wenn man kein Bargeld haben muss. Ja. Verstehen Sie das irgendwie, wenn Sie schon 10 Jahre da sind, dass die Österreicher das ein ganz besonderes Verhältnis haben zu dem Bargeld? Ja, auf jeden Fall. Und auch wegen dem Trinkgeld und so. Also weil in Finnland zum Beispiel Trinkgeldsystem in Restaurants und so ist ganz anders. Also deswegen natürlich wegen Trinkgeld und so, das verstehe ich schon. Ja. Schauen Sie, so wie ich bin, ich stelle mich nicht bei einem Automaten an. Ich mag das nicht. Ich weiß, was ich mir jeden Tag an Geld mitnehme und das will ich ausgeben und nicht mehr. Letzte Frage, finden Sie, es sollte in die österreichische Verfassung kommen, dass das wichtig, dass man immer mit Bargeld zahlen soll? Ja, schauen Sie, der mit der Karten zahlen, weil er soll mit der Karten zahlen und dem mit Bargeld, schauen Sie, die ganzen älteren Leute zahlen mit Bargeld. Ich finde es ein bisschen konservativ, ja. Ja, das war's, glaube ich.